Madison Page und Walter Scott, dem die Schreibmaschine über die Rübe gehauen hat, ist ja was, was wir so nicht wussten. Und der hat den umgebracht, auch noch. Den vom Blue Lagoon, den Besitzer. Ja, da guckt ja auch jemand. Och komm, wieso? Nimm doch einen anderen Knopf dafür. Jetzt habe ich. Mann, das ist dumm. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und dann weißt du, mache ich einmal mehr, dann. Oh, das ist derselbe Button. Du hast es nicht verlernt. Ja, nur dass es so lange gedauert hat. Die Wohnung des Origami-Killers. Es muss einen Hinweis geben, wo Sean Maas ist. Ich gehe alle Zimmer durch. Es muss irgendwo einen Hinweis geben. Ich muss mich beeilen. Er kann jede Minute zurückkommen. Sehe ich doch nicht. Der dicke Popo im Weg. So, hier, mach schnell. Okay. Oh, warte mal, da ist ein Kalender an der Wand. Okay, gut, das ist nix. Nix. So, Zeitung, Sessel. Er war früher ein Cop. Ja. Wusste wahrscheinlich genau, wie eine Untersuchung geführt wurde. Wow, eine Waffe. Asthma. Der Junge hatte noch kein Asthma, ne? Er trinkt gern. Richtige Kartonblätter. Wie kein Hinweis? Von da kommt Brandgeruch. Lösen sich da Beweise in Rauch auf? Ja, haben sie schon. Diese große Karte da, ne? Eine Polizeiuniform. Dein Freund und Helfer. Deswegen sind die Kinder mitgegangen. Er war in Uniform. Und? B. Oha, eine geheime Tür. Orchideen, oder? Ja, Orchideen. Oh, geh doch nicht raus, mein Gott. Die Steuerung, ne? So. So, hier ist die alte Schreibmaschine. Wurden nie wieder gesehen. Eine kleine Maus. Krass, dass man sowas aus Papier falten kann, ne? Finde ich schon lässig Sean irgendwie. Maas. Der Geisteskranke sieht ihm beim Ertrinken zu. Wo Eine ist Art der Schacht. denn? Oh, shit, ich brauche das Passwort. Ja. Boah, was nehme ich denn?
Orchidee. John, sein Bruder. War das sein Bruder? Shepard? Oder Max? Ich hab's. Max. So hat John als Kind die Papierhunde genannt. Ah. Was in aller Welt ist das denn? Hatte ich schon vergessen. Eine Adresse. Da muss Sean Mars sein. Schnell, keine Zeit verlieren. War so klar. Sie haben also mein Geheimnis entdeckt. Das war es, Scott? All diese Kinder mussten sterben, nur damit ein Vater seinen Sohn retten kann. Schnauze! Sie verstehen das nicht. Ein Kind ist noch übrig. Es bleibt noch Zeit, es zu retten. Tun Sie es, Gott. Tun Sie, was Ihr Vater nicht konnte. Los, Rinder. Oh, oh. Das wird da. Hilfe! Boah, es ruckelt. Nein! Ich habe immer Angst, dass es dann nicht geht. Ich hatte das schon mal bei dem Spiel, deswegen. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ja, dann klopf nicht dreimal dran. Auch nicht. Nicht da dran! Ja, das war doof. Da! Jawohl! So. Badezimmer. Oh nein. Ist verrückt. Oh, krass. Hup. Und jetzt? Oh, sag mir doch irgendwas. Ah, linker Button. Komm, so ein Sessel, der ist doch nicht schwer. Nein, das war dumm. Viel zu hoch. Springen wäre Selbstmord. Überleg dir was anderes, Madison. Nicht springen. So, komm. Alter. Da komme ich doch im Leben nicht durch. Vor allem das Ding geht gleich hoch. Da. Lauf. Hä? Nochmal? Komm. Sie!
Boah. Linker Button. Rechts tief. Und. Das hat er abgeschlossen. Warte mal. Halt. Nochmal. Geh auf. Alle guten Dinge sind drei. Geht nicht. Dann. Nimm doch die blaue Tür. Alter, warum? Die Steuerung ist gerade echt richtig doof. Versteckt sich einfach. Mann, ich komme gerade so nicht klar hier. Jetzt? Das ist viel zu hoch. Ich überlebe das nicht. Es muss einen anderen Weg geben. Mein Gott, was, ich verstehe das nicht. Was soll ich denn jetzt machen hier? Komm. In den Kühlschrank rein. Boah, Junge! Hat überlebt. Boah, genau. Aber sie lebt. Das ist gut. Ethan anrufen. Ich weiß, wo Sean ist. Ich muss es Ethan sagen. Bestätigen. Ja, wen denn sonst? Der geht nicht ran. Guckst du so blöd? Boah, die Sequenz war gerade gut. Mir lief voll die Nase. Kann ich mal schnell ein Taschentuch holen. So, ist das der Kleine? Im Wasserloch? Oh, ich dachte schon. So, 1,48 Meter. Tötet mich in ein paar Minuten. Ich muss Sean schnell finden. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Sean ist erledigt, wenn ich die falsche Adresse habe. Sean! Wo ist Sean? Das sieht doch danach aus. Ich suche schon seit langer. Langer Zeit, Ethan.
suche nach einem Vater, der es schafft, zu tun, was meiner nicht konnte. Sich selbst zu opfern, um seinen Sohn zu retten. Oh, ich suchte, suchte und suchte. Und dann dachte ich an sie. Vater, haben Sie eine Ahnung, wie es sich anfühlt, für seinen Vater völlig wirklich? Warte mal kurz. Dialog ist wieder irgendwie so voll leise. Da kann ich nichts dran ändern. Aber wir machen auch weiter im nächsten Part.